Realitäten verdrehen, die vierte Wand durchbrechen. Es gibt animierte Charaktere, die haben leider zu viel Kraft. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute präsentieren wir dir unsere Top 10 der übertrieben starken Cartoon-Charaktere. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns Figuren aus animierten Fernsehserien an, die mit ihrer Stärke alle Charts brechen. Superhelden und Anime-Charaktere schließen wir hier aus, die stehen auf anderen Listen. Nummer 10. Benjamin Tennyson, Ben 10. Das Leben des 10-jährigen Ben Tennyson ändert sich schlagartig, als er eine Uhr findet, die die DNA des jeweiligen Trägers in die eines außerirdischen Wesen umschreiben kann. Die Omnitrix speichert Informationen und Fähigkeiten verschiedener Spezies und verschafft Ben ein umfangreiches Superkräftearsenal und verschiedene Kampftechniken. Zur Tarnung kann er auch außerirdische Gestalten annehmen. Doch auch ohne Signaturwerkzeug ist Ben ein schlaues Kerlchen und meistert schwierige Situationen mit Bravour in menschlicher oder Aliengestalt. Die Klempnerakademie schloss er jedenfalls mit voller Punktezahl ab. People think I'm not paying attention, but I am. Nummer 9. Uncle Grandpa. Here you go, honey. Sein albernes Grinsen und das sonnige Gemüt täuschen, denn Uncle Grandpa kann fast alles. Er ist irgendwie jedermanns Onkel und Grandpa, besitzt kein Alter und mit seiner magischen Bauchtasche kann er praktisch alles tun, was er will. In der Zeit reisen? Klar. Sich selbst klonen? Kein Problem. Er kann sogar einzelne Körperteile abnehmen und sie unabhängig von seinem Körper bewegen. Hang on! In Uncle Grandpa und Steven Universe Special ist Uncle Grandpa sogar fähig, die Realität zu verändern, was selbst die Crystal Gems verblüfft und frustriert. Er hilft allen Kindern und stoppt erfolgreich jeden Bösewicht. I'm sorry I couldn't help you learn to use your shield, Steven. Nummer 8. Prismo, Adventure Time. Jake. I'm Prismo, the Wishmaster. Wer kann im Lande U noch mächtiger als der hydrokinetische Vampirkönig sein? Vielleicht der unsterbliche Wunschmeister? Dieses fleischfarbene Wesen in menschlicher 2D-Form ist eigentlich nur dem Traum eines alten Mannes entsprungen. That's right. Prismo is nothing but the dream of a wrinkly old man. Aber als Astralprojektion kann Prismo alles erschaffen, was er will, und er kann jeder Person einen Wunsch erfüllen. Sind diese Wünsche aber ungenau, können sie zerstörerische und unvorhersehbare Folgen haben. Wishing an event to be changes elements before and after it. Memories will be destroyed, babies will not be born. Und wie bei allen Genies ist sein physischer Körper seine Schwachstelle. Das zeigt sich, als der Lich den träumenden alten Mann und damit auch Prismo tötet. Aber selbst dann findet Prismo den Weg zurück. I saw you die, dude. Yeah, I'm still dead. I'm actually talking to you from the past. Nummer 7. Er. Him. Powerpuff Girls. Well, I love it when you girls fight. I think you should fight more often. Der satanische Drag Queen Hummer ist der zweitschlimmste Feind der Powerpuff Girls. Und definitiv der seltsamste und vielleicht auch der mächtigste. Obwohl man ihn wegen seines schrillen Benehmens leicht unterschätzt, erfüllt das laute Aussprechen seines richtigen Namens die Herzen aller mit Furcht. Yeah! It's coming back now! Mit Psychospielchen kennt er sich aus und manipuliert Emotionen, um andere gegeneinander aufzuhetzen. Why can't we all just get along? Er setzt dunkle Magie ein und erschafft damit Illusionen, verändert sein Aussehen, beschwört Monsterschergen und lässt Tote auferstehen. Und er kann seine Größe und sein Aussehen aufpolieren, um im Kampf furchterregender zu erscheinen. Nummer 6. Worm, Teenage Mutant Ninja Turtles. Must open. Als Casey Jones eine mysteriöse Schachtel mit magischen Eigenschaften findet, ahnt er nicht, was er damit auslöst. Die Kiste ist ein Hypercube, eins von drei Gefängnissen aus der fünften Dimension und beherbergt den mächtigen Schöpfer des Chaos. Hello, hello, my friends. In Anbetracht der realitätsverzerrenden Kräfte ist es einfach, die Kreaturen herauszulassen. Sie müssen nur drei Wünsche erfüllen. Ja, und so wurde auch Worm befreit. You got two more wishes. And you got a share. Worms Wünsche unterliegen Regeln. Jeder hat nur drei Wünsche. Man kann sich keine weiteren Wünsche wünschen und man darf Worm nichts Schlechtes wünschen. It's not fair. I made a wish. Wie alle Betrüger ist er aber immer noch unberechenbar gefährlich. Nummer 5. Kater Chaos, Aladdin. I for one like a change in routine.
don't you? Wahrscheinlich glaubt ihr, es geht um Aladdins Flaschengeist, aber die Fernsehserie belehrt uns eines Besseren. Denn es gibt noch ein mächtigeres Wesen, das jeden Wunsch erfüllen kann, und es kommt in Form einer gewöhnlichen Katze daher, die Fledermausflügel mal ausgenommen. Kater Chaos kann die Realität manipulieren und ist nur dem Schicksal selbst unterlegen. Und sogar Genie glaubt, dass der Kater mehr Macht in seinem kleinen Schnurrbart besitzt, als ein ganzer Palast voller Flaschengeister zusammen. Fans haben jedenfalls deshalb die Theorie aufgestellt, Chaos sei ein geheimer Disney-Gott. Oh, I'm so sorry. Were you saying something? Nummer 4. Aku. Samurai Jack. Aku bedeutet auf Japanisch böse und ein Wesen der hoffnungslosen Dunkelheit ist er ganz sicher. Vor Jahrmillionen entstand Aku aus der letzten Phase einer noch düsteren Kreatur, die von Odin, Ra und Rama besiegt wurde. Als er auf die Erde stürzte, löschte er dabei die Dinosaurier aus und regierte fortan Japan mit dämonischem Terror. Er kann seine Gestalt ändern, Strahlen aus seinen Augen abfeuern, Geister und Gegenstände beschwören und durch Raum und Zeit reisen. Nur gegen göttliche Waffen, wie Jacks Katana, kann Aku nichts ausrichten. In veränderter Form reist er öfters unbemerkt mit Jack und beweist damit seine Macht. Yes, Samurai, you have been betrayed. Nummer 3. Discord. My Little Pony. Freundschaft ist Magie. You should see the looks on your faces. Der Halbgott Discord verursacht Disharmonie und verkörpert dieses Chaos in passendem Look als zusammengesetztes Wesen, hauptsächlich aus Pferd und Drachen bestehend. Wir begegnen ihm zum ersten Mal im Garten von Canterlot als Statue, eine Strafe, weil er die Ordnung von Equestria gestört hat. Im Laufe der Serie entwickelt sich Discord zum Antihelden mit unverändert großen Kräften. Seine bloße Anwesenheit beeinflusst die Realität, denn die Ponys spüren schon seine chaotische Wirkung bei dem kleinsten Riss in der Statue. In Freiheit ist er sogar noch mächtiger als Prinzessin Celestia. I'm Discord, the master of chaos. Nummer 2. Bill Cipher. Gravity Falls. One nightmare coming up. Auf dem Auge der Vorsehung basierend hat Bill einen schrägen Sinn für Humor und die Kraft, diesen zu untermauern. Als Traumdämon kann Bill fast alles im Inneren des menschlichen Kopfes tun. Die Welt umgestalten, seine Form ändern und Dinge aus dem Nichts beschwören. Diese Gegenstände kann er in der physischen Welt auch beeinflussen, indem er Verträge abschließt, obwohl seine Kräfte in dieser Gestalt limitiert sind. Wenn er in seiner wahren Form aus seinem Albtraumreich in unsere Dimension einbricht, werden seine Fähigkeiten göttlich und er kann Raum, Zeit und Realität kontrollieren. Name's Bill, but you can call me your new Lord and Master for all of eternity. Nummer 1. Rick Sanchez. Rick and Morty. Because I'm a scientist. Because I invent, transform, create and destroy for a living, and when I don't like something about the world, I change it. Der Gedanke ist ziemlich erschreckend, dass der derbe und selbstzerstörerische Rick Sanchez wahrscheinlich der größte Wissenschaftler aller Universen ist. Er schuf unzählige Versionen seiner selbst, die sich als Gesellschaft im Multiversum selbst verwalteten. Does he really speak for everyone here? Mm-hmm. Yeah. Yeah. Der rebellische Rick aus Dimension C-137 bewegt sich spielend durch Zeitraum und Dimensionen. Um brenzligen Situationen zu entkommen, entwickelt er Fluchtpläne und Dinge, angefangen von Gedächtnislöschung bis hin zu Genmanipulationsgeräten. Und selbst den Teufel kann er ausschalten. I find this all quite preposterous. Oh, I say good sir. Oh, harumph. Seine Schleue zeigt er, indem er regelmäßig aus der vierten Wand heraustritt. Er ist schließlich nur in einer Fernsehsendung. Ass bitch and let me see what you got. Roll credit. Just shake that ass, roll the credits, go! Just shake that ass, that's the end of season one! That's the end, motherfucker! Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.